Afrika und Bayreuth sind bereits seit über 30 Jahren eng miteinander verbunden. Schon mit der Universitätsgründung 1975 ist dieser Schwerpunkt aufgebaut worden. Forschung über Afrika mit Afrika lautet das Credo. Inzwischen ist das Institut für Afrika-Studien hier fest etabliert. Die Bayreuth International Graduate School of African Studies, kurz BIGSAS, hat sogar Exzellenzstatus erreicht. Mehr als 60 Doktoranden aus Deutschland, Europa und 19 afrikanischen Ländern absolvieren hier zurzeit ihre Promotionsausbildung. Einer von ihnen ist Christian Ungruhe. Er hat Ethnologie, Soziologie und Politikwissenschaften in Münster und Dänemark studiert. In seiner Promotion beschäftigt er sich mit Kindern und Jugendlichen aus Nordghana, die während der Schulferien oder der Trockenzeit in die südlichen Großstädte ziehen, um dort zu arbeiten. Jugendliche Migration wird im subsaharischen Afrika vornehmlich aus zwei Perspektiven betrachtet. Einerseits wird es dargestellt als Mittel zur Armutsbekämpfung, andererseits als Mittel zum Erwachsenwerden. Und ich möchte eher fragen, ob es nicht ein Mittel ist, um Jugend auszuleben. Das heißt durch Teilnahme am städtischen Leben und durch Generierung von Konsumgütern. Und mir ist ganz wichtig ein geschlechtsspezifischer Vergleich, denn Mädchen sind in der Literatur doch eher unterrepräsentiert. Alle Promotionsprojekte der Graduiertenschule sind in vier verschiedenen Forschungsgebieten angesiedelt. Erstens Unsicherheit, Innovation und Streben nach Ordnung in Afrika. Zweitens Kultur, Konzeptualisierung und Kommunikation in Sprachen, Literatur und Medien Afrikas. Drittens Konzepte und Konflikte in der Entwicklungszusammenarbeit. Und viertens Umgang mit prekären Umweltveränderungen und Naturkatastrophen in Afrika. In jedem dieser vier Forschungsbereiche arbeitet ein interdisziplinäres Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Diese Senior Fellows sind die persönlichen Betreuer der Doktoranden. In der sogenannten Mentoring Group begleiten der Betreuer und zwei weitere Fellows die gesamte Promotion. Einmal pro Semester findet eine Bewertung der Dissertationsfortschritte statt. Dies ist auch ein Garant dafür, dass Probleme frühzeitig erkannt und gelöst werden und die Promotionszeit nicht unnötig lang wird. Neben dieser intensiven Betreuung erhalten die Graduierten auch eine strukturierte Ausbildung. Das Herzstück der Ausbildung bei BIGSAS ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Doktoranden, der Postdoktoranden und der Senior Fellows im Rahmen von Workshops, Konferenzen und Kolloquia. Wichtig ist dabei, dass eben über die Fächergrenzen hinweg aktuelle Forschungsfragen diskutiert werden können. Interdisziplinär, aber auch familienfreundlich geht es an der BIGSAS zu. Für die Betreuung ihrer Kinder erhalten Promovierende finanzielle Unterstützung. Und es gibt einen Aufenthaltsraum für Eltern und Kinder, der nur wenige Schritte von den Büros entfernt ist. In der umfangreichen Afrika-Abteilung der Bayreuther Universitätsbibliothek recherchiert Maroua El-Nagar für ihre Promotion. Sie kommt aus Marokko und widmet sich französischsprachigen Schriftstellerinnen mit einem multikulturellen Hintergrund. Eine in Afrika verbrachte Kindheit ist das verbindende Element. Ich interessiere mich für Autoren, die ihre Kindheit in Afrika zur französischen Kolonialzeit verbracht haben. In den Kindheitsberichten dieser Autoren, Kinder aus Mischehen oder Schüler des französischen Schulsystems, entsteht ein facettenreiches Bild von Afrika. In meiner Arbeit gehe ich der ästhetischen Umsetzung dieser Bilder nach, die auf die kulturelle Vielfalt zurückgeht und dies in den beiden Gattungen Novelle und Roman. Dabei ist es von großem Interesse, das Konzept eines französischsprachigen Autors der Gegenwart in der aktuellen Diskussion über die Weltliteratur zu verorten. Sarah Kirago aus Kenia beschäftigt eines der dringendsten Probleme der Gegenwart, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschen in bestimmten Regionen Afrikas. Hier hat sie langjährige berufliche Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit gesammelt. Dabei erlebte sie, dass Versuche internationaler Organisationen, die trockenen und halbtrockenen Gebiete Kenias fruchtbar zu machen, oftmals fehlschlagen. The purpose of this study. Es ist daher die Absicht meiner Studie, die Wahrnehmung, das Wissen und die Anpassungsfähigkeit der Menschen in den halbtrockenen Regionen Kenias zu analysieren. Und zwar im Hinblick darauf, wie diese Faktoren lokale Prozesse der Anpassung an den Klimawandel beeinflussen. Die Ergebnisse werden zur Theorie der Anpassung beitragen und sie werden für Politiker sowie für lokale Institutionen und Akteure eine geeignete Grundlage sein, um die Menschen vor Ort zur Anpassung an den Klimawandel zu befähigen. Die Graduiertenschule kooperiert eng mit 5 afrikanischen Universitäten in Mosambik, Kenia, Südafrika, Marokko und Benin. Auf diese Weise arbeiten afrikanische und nicht-afrikanische Doktoranden wissenschaftlich zusammen und erhalten eine exzellente Ausbildung.
Den Absolventen der Bayreuth International Graduate School of African Studies stehen damit viele Wege für ihre künftige Karriere offen.